Nur meine Zeit. Hier gibt es niemanden, der mich schlagen kann. Wenn ich doch nur mal gegen jemanden spielen könnte, der so gut ist wie ich und ein anständiges Bakugan in den Kampf schickt. Ich langweile mich. Was muss ich tun, um einen richtigen Gegner zu finden? Hey! Ist jemand da draußen, der mit mir kämpfen will? Suchst du eine echte Herausforderung? Was? Den habe ich doch im Internet gesehen. Willst du ihn haben? Er hat all die Power, die du je brauchen wirst. Wirklich? Warum sollte ich dich belügen? Probier ihn doch einfach mal aus. Ich weiß, du wirst ihn mögen. Hey, wo bist du hin? Komm zurück! Wer bist du? Jetzt spitzt mal alle die Ohren, Leute. Ich bin der beste Bakugan-Spieler des Schicksals. Ich hab's drauf, oh ja! Wenn man beim Bakugan gewinnen will, muss man gut in Form sein. Ja, das ist es. Noch ein. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha, he, he, ho, ha. Yeah! Ich bin der Mann. Ha, du bist ein Junge. Hey, es ist schön, dass du reden kannst, aber sei nett. Ich muss in Form sein, um Masquerade zu schlagen. Das bedeutet, ich muss mich konzentrieren. Also lass gefälligst die blöden Witze, okay, Drago? Sind alle Menschen so impulsiv wie du? Falls ja, halte ich es für besser, du überlässt diesen Kampf mir. Ich weiß, du willst deinen Gegner schlagen, aber es steht mehr auf dem Spiel, als dir klar ist. Was ist denn wichtiger als zu gewinnen? Ha, Menschen. Wenn es um Bakugan geht, habe ich super Fähigkeiten und ich weiß, ich kann leicht die Nummer 1 werden. Ich beweise es, wenn ich das nächste Mal gegen diesen Clown Masquerade kämpfe. Er hält sich für einen Helden, aber ich werde ihn abmelden. Deine Wut macht dich ja blind. Das stimmt nicht. Jetzt hör dich doch mal an. Okay, jetzt reicht es. Lass mich runter! Nicht bevor du versprichst, mich nicht mehr zu beleidigen. Und von jetzt an tust du, was ich sage.